Bei uns ist es, wenn wir erzählen, dass wir nicht zur Schule gehen, sagen alle immer so, oh, wie cool, ich will euer Leben haben und sowas. Eine Jugend ohne Schule. Dafür tauchen Familien in Deutschland sogar unter, leben undercover, bilden Gemeinschaften. Hier gibt es tatsächlich ein paar wenige andere Familien, die sowas auch gesucht haben, um nicht ganz Deutschland zu verlassen. Wer offen die Schulpflicht verweigert, legt sich mit dem Staat an, muss für sein Ideal ans Äußerste gehen. Wenn die meinen, dass es deinem Kindeswohl dient, dass sie mich in den Knast stecken, dann gehe ich halt. Ich frage mich als Reporterin und auch als Mutter, geht das? Bildung ohne Schule? Und was passiert danach, wenn aus Jugendlichen Erwachsene geworden sind? Und nur weil wir 12 Jahre nicht in der Schule waren, heißt es ja nicht, dass wir 12 Jahre nichts gemacht haben, so. Können Kinder das selbst entscheiden? Warst du schon mal in der Schule? Mm-mm. Und willst du auch nicht? Möchte ich eigentlich auch lieber nicht. Und warum? Scheiße. Ganz oben im Norden Deutschlands liegt Osterhever. Viele Schafe, wenige Menschen, keine Schule. Und selbst wenn es eine gäbe, Marie-Hélène, genannt Mimi, und ihr Bruder Justus würden eh nicht hingehen. Für sie gibt es keine Stundenpläne und keine Klassenarbeiten. Ich treffe Mimi und ihre Familie, weil ich wissen möchte, ob und wie das funktioniert. Ein Leben ohne Schule. Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen. Wie heißt dein Pony? Stella. Stella. Pferde riechen so gut. Pferde spielen für Mimi und ihre Mutter eine große Rolle. Besonders Merla, das weiße Pferd, stehe symbolisch dafür, wie die Familie so tickt. Merla kam zu uns und wir nennen sie Tochter der Freiheit, weil sie ganz spezielle Charaktereigenschaften hat und eine davon ist, sich nicht im Stall einsperren zu lassen. Durch sie haben wir gelernt und durch sie haben wir auch vor allem gelernt, uns den Ängsten zu stellen. Und als es dann mit Mimi losging, was meint ihr, was man da für Ängste hat? Also erlebst du so eine Wandlung auch bei deiner Tochter? Ich glaube, die war immer schon sehr freiheitsliebend. Mimi als Mensch einfach, die ist ihrem Gefühl gefolgt. Sie hat es ja schon viel früher gemacht. Sie hat es ja schon in der 2., 3. Klasse hat sie schon rebelliert. Da habe ich es halt nicht zugelassen. Da wollte sie schon nicht in die Schule? Nee, da wollte sie schon nicht. Und wie hast du da reagiert? Ja, wie eine typische Lehrerin halt. Du musst gehen, sonst kommt das Jugendamt und die Polizei. Jetzt hat ein guter Bilder, wenn sie in die Dörfer in die Schule. Vorsicht, die kommen. Mimi ist 16 und seit mehr als 3 Jahren geht sie nicht mehr zur Schule. Auf mich macht sie einen sehr zufriedenen Eindruck. Sie lernt, wann es ihr passt und worauf sie gerade Lust hat. Mit 12 Jahren hat sie mit Kindern gesprochen, die selber nicht zur Schule gehen und zu Hause lernen. Warum hat das dann so Klick gemacht? Weil ich die Idee geil fand, also um jetzt mal so, so zu sagen. Weil mich das Prinzip vom freien Lernen, dass ich mir selbst meinen Tagesplan strukturieren kann, dass ich selbst aussuchen kann, wann ich was lerne, das hat mich total begeistert und das fand ich total toll. Aber für dich war das total klar, das ist etwas, was du auf jeden Fall machen willst und wirst. Auf jeden Fall. Das war an einem Sonntag. Meine Mutter kam gerade aus einem Kurzurlaub und dann meinte ich in einem Nebensatz ihr, ach übrigens, ab morgen gehe ich nicht mehr in die Schule. Mimis Mutter ist eigentlich Gymnasiallehrerin und nahm den Wunsch ihrer Tochter erstmal nicht ernst. Hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht. Sie hatte zu viele Ängste und Bedenken, aber Mimi zog es durch. Als ich aus der Schule ausgestiegen bin, habe ich erstmal versucht, mit Schulbüchern zu lernen. Und habe sehr schnell gemerkt, dass man das in die Tonne kloppen kann, weil für so ein Schulbuch braucht man immer einen Lehrer, der einem das irgendwie vorkaut. Und dann habe ich mich erstmal eine Zeit lang mit praktischen Dingen beschäftigt. Ich habe ganz viel gekocht und gebacken und Stricken von meiner Oma gelernt. Ich bin wieder in den Turnverein gegangen, solche Sachen halt. Irgendwann kam auch noch das Reiten dazu und daraus entstand ein Berufswunsch. Mimi möchte später gerne was mit Pferden machen. Gerade absolviert sie online einen Akupunkturkurs. Warum? Weil es mich tierisch interessiert, Pferden helfen zu können und Tieren helfen zu können auf eine natürliche Art und Weise.
Und du bist davon ganz alleine drauf gekommen irgendwann? Oder? Durch eine Freundin von meiner Mutter, die das gemacht hat. Und dann hatte ich da zugeschaut und fand es total cool. Und da nimmst du dir am Tag ein paar Stunden, je nachdem, wie du gerade lustig bist, wie du gerade Lust hast, und machst das dann? Also ja, oder musst du jeden, ich gerade lustig bin. Natürlich, ich muss mich auch manchmal davon überzeugen, dass ich jetzt lerne. Aber ich versuche, Stunde schon täglich zu lernen. Mhm. Und das hört sich jetzt so wenig an, eine Stunde zu lernen, weil in der Schule sitzt man total 8 Stunden. Menschen, die wie Mimi die Schule verweigern, nennen sich Freilerner. Mimi entscheidet, was sie wann lernen möchte. Niemand mischt sich ein. Ihr Bruder Justus ist erst 7. Da sitzt der Vater meistens dabei. Beide Kinder verstoßen gegen das Schulgesetz. Dazu später mehr. Jetzt zeigt uns Justus, was er lernt. Und was ist das jetzt, was du hier aufgemacht hast? Das ist mein größtes Lied. Das hast du selber komponiert? Das ist eingesungen und komponiert. Das heißt Justus, alles für die Welt. Aha. Den Text hast du auch selber geschrieben? Ich habe den Text nicht geschrieben, ich habe ihn auf dem Kopf gemacht. Als ich das gemacht habe, habe ich aus dem Kopf gedacht selber. Alles um mich herum wird hell. Für die Welt retten wir sie. Macht dir am Musikspielen, am Musikmachen Spaß? Weil ich berühmt werden will. Ah, okay. Und warum möchtest du berühmt werden? Weil ich viel Geld haben will. Okay. Und, sehr ehrlich. Und jetzt fragst du mich bestimmt, warum ich viel Geld haben will. Ja. Weil ich viele Sachen haben will. Was denn zum Beispiel? Was? Was denn zum Beispiel? Natürlich. Gutes Outfit. Was noch? Gute Sachen zum noch mehr Musik machen. Einfach berühmt werden. Ist auch mein Ziel. Okay. Justus lernt auch Sprachen am Computer. Da lerne ich 3 Sprachen gleichzeitig. Welche denn? Deutsch, Polnisch und Englisch. Mhm. Cool. Kannst du das vorlesen, was da steht? Das Papier, Paper. Das Zimmer, Pokui, Rum. Das Licht, Savin, Schertwo. In Polnisch bin ich noch nicht so gut, kann ich mal sagen. Warst du schon mal in der Schule? Mm-mm. Und willst du auch nicht? Möchte ich eigentlich auch lieber nicht. Und warum? Scheiße. Und, okay, und was genau? Genau auch, weil ich auch frei lernen will. Wie viele Kinder in Deutschland machen es genauso wie Justus und Mimi? Diese Frage stellen wir allen 16 Bildungsministerien. Schule ist ja Ländersache. Das Ergebnis ist dünn. Manche sprechen von Einzelfällen. Die meisten Ministerien antworten, es gebe bei ihnen keine Freilerner, weil ja die Schulpflicht gelte. Tatsächlich finden wir im Netz aber Vereine und Verbände von Freilernern. Wir haben Freilernergruppen angeschrieben, wir haben Vereine angeschrieben, wir waren in Foren unterwegs. Unser Eindruck ist, die sind ziemlich gut vernetzt. Was so total spannend ist, was wir erfahren haben, ist, dass es Familien gibt, die undercover leben. Das heißt, die leben unter dem Radar, die sind in Deutschland teilweise nicht gemeldet und leben aber hier und ihre Kinder gehen auch nicht zur Schule. So eine Familie wollen wir natürlich unbedingt treffen, das ist aber total schwierig. Wir schicken mehrere Anfragen raus. Vielleicht meldet sich ja doch jemand bei uns. Zwischen 500 und 3000 schulpflichtige Kinder und Jugendliche sollen es in Deutschland schätzungsweise sein, die nicht in die Schule gehen. Justus und Mimi gehören zu denen, die nicht undercover leben. You've been hit by a smooth.
Generation. Applaus! Was Sie Freiheit nennen, ist offiziell eine Verletzung der Schulpflicht. Jedes Bundesland hat sie in der Verfassung vorgeschrieben. Wer sich wie Mimi widersetzt, fängt einen Krieg mit den Behörden an. Das war Sorgerecht. Und das sind so Sachen von der Schule. Und dann haben wir hier Zwangsgeld und Bußgeld. Warst du dir bewusst, dass du deine Entscheidung gefällt hast, okay, ich gehe jetzt nicht zur Schule, dass das hier auf dich zukommt? Oder... Schon ja, in solch Maßen, dass es dann wirklich passiert, ist dann nochmal was anderes. Also wenn du weißt, dass es passiert, ist dann nochmal, wenn es dann passiert, das war dann schon ein Schlag. Schule schwänzen ist eine Ordnungswidrigkeit. Mimis Familie musste ein Bußgeld zahlen. Aktuell liegt der Fall auf Eis, aber es drohte der Entzug des Sorgerechts und sogar eine Gefängnisstrafe. Sofern bei der Kindesmutter weiterhin keine hinreichende Bereitschaft bestehen sollte, entsprechend auf Marie-Helene einzuwirken, muss dies gegebenenfalls mit den Mitteln der Zwangshaft durchgesetzt werden. Heute denke ich, krass. Und da habe ich dann ab einem gewissen Punkt gesagt, du, mir ist das jetzt egal. Wenn die meinen, dass es deinem Wohle, wenn wir immer dieses Wort schon nutzen, ja, wenn, dass es deinem Kindswohl dient, dass sie mich in den Knast stecken, dann muss der Staat das so entscheiden, aber ich werde dich nicht weiter erpressen, dann gehe ich halt. Aber habt ihr dann nie gedacht, okay, ganz ehrlich, geh doch einfach zur Schule? Also war euch das immer zu jeder Zeit wert? Ich weiß nicht, ab einem gewissen Punkt dann klein beizugeben, gerade wo ich jetzt auch älter bin. Für mich, ich wollte nicht klein beigeben. Mit einem Anwalt wehren sie sich gegen die Schulpflicht. Im hessischen Eschwege bin ich mit ihm verabredet. Andreas Vogt ist sowas wie ein Spezialist, wenn es um Schulverweigerung geht. Die Fälle sorgen für Aufsehen und landen häufig in der Presse. Seit Jahren vertritt er Mandanten in ganz Deutschland. Was finden Sie denn an diesem Bereich interessant oder an diesem Thema? Ja. Nun, es ist ein Thema, muss ich sagen, über das man wirklich geteilter Meinung sein kann, insbesondere wenn man sich noch nicht damit beschäftigt hat. Mir ging es ja ähnlich. Ich bin aufgewachsen hier in Deutschland und man geht zur Schule, das stellt man überhaupt nicht in Frage. Es ist gesetzlich einfach nicht vorgesehen, zu Hause schulbesuchsfrei zu lernen. Es ist nur so, wenn man die Schule nicht besucht, was folgt daraus? Ist es automatisch eine Kindeswohlgefährdung? Das wurde gerne immer behauptet, auch von Richtern, von Schulbeamten sowieso. Aber dieser Kurzschluss ist ja nicht richtig. Also diese Formel, dass ein Nichtschulbesuch immer per se eine Kindeswohlgefährdung ist, ist ja unlogisch. Man muss im Einzelfall gucken, ob eine Kindeswohlgefährdung vorliegt. Der erste Fall auf diesem Gebiet für Andreas Vogt kam vor gut 12 Jahren durch diese Tür. Jürgen Dudek wollte seine Kinder nicht in die Schule schicken, sondern zu Hause unterrichten. Homeschooling nennt man diese Variante mit festem Stundenplan und einer Lehrkraft. Eine ARD-Dokumentation berichtete über die strenggläubige Familie. Dass Gott hinter allem steht oder der Schöpfer aller Dinge ist, das findet man in den moderneren Schulbüchern nirgendwo. Wo kämen wir, wenn wir das unseren Kindern mitgeben? Sie bekommen das im Elternhaus mit und an der Schule bekommen sie genau das Gegenteil mit. Dann haben wir eine zweigleisige Erziehung. Dann haben wir ein Zerrissensein, denn entweder müssen sie sich an der Schule verstellen oder sie müssen sich zu Hause verstellen. Familie Dudek konnte eine Gefängnisstrafe und den Verlust des Sorgerechts verhindern. Nur 120 Euro Strafe blieben am Ende. Ein Erfolg. Auch für den Anwalt Andreas Vogt. Es meldeten sich weitere Familien bei ihm. Als ich vor 12 Jahren mit dem Thema anfing, waren so die ersten Jahre, die Anfragen, wie ich mal sagen, eher Menschen, die etwas aussteigerisch wirken, ja, die den eigenen Weg gehen und sowas. Aber jetzt hat sich das auch in den letzten Jahren massiv gewandelt, dass ich Anfragen wirklich aus der Mitte der Gesellschaft bekomme. Woran das liegt, weiß nicht, ob das Freiheitsbedürfnis gewachsen ist oder auch die Unzufriedenheit mit den staatlichen Schulen, mit dem System, wird sicherlich einiges zusammenkommen. Ich kann es kaum glauben, aber auf unsere Undercover-Anfrage hat sich tatsächlich eine Familie gemeldet. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Nadine. Nadine lebt mit ihrer Familie, drei Kindern und ihrem Mann in einer Gemeinschaft irgendwo in Deutschland.
undercover. Das bedeutet, dass sie nicht in Deutschland gemeldet sind und die Kinder gehen nicht zur Schule. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich sehr auf den Dreh, weil das tatsächlich nicht so einfach war, so eine Familie zu finden, die komplett unter dem Radar sozusagen läuft. Nadine will anonym bleiben. Keine Nachnamen, keine Ortsangaben. Sie wollen keinen Stress mit den Behörden. Sie und ihr Mann haben 3 Kinder. 2 Söhne, eine Tochter. Zwischen 7 und 13 Jahren alt. Schatzi, deins ist fertig. Ihr Mann hat eine Firma. Finanziell sind sie abgesichert. Beide kümmern sich um die Kinder. Die Großen können lesen und schreiben und der Jüngste spielt am liebsten am Tablet. Meinst du, du kannst ein bisschen Pause machen, bevor du isst, Schatzi? Bitte? Nee. Gut. Die Kinder genießen hier viele Freiheiten und nicht nur sie. Die Katze, wir kriegen es nicht anders hin. Sie liebt es aus, sie trinkt nur gefiltertes Wasser aus Gläsern. Wie kommt es, dass ihr uns erlaubt, dass wir hier sein dürfen? Warum ich das machen wollte, ist wirklich den anderen Familien Mut zu machen. Also, dass wir selbst mutig sind, darüber einfach mal zu reden, dass wir unterm Radar laufen und eben nicht Deutschland wie andere Familien Deutschland verlassen haben, um unsere Kinder vor der Schule zu schützen. Also für meine Eltern, das ist aber, glaube ich, noch mal ein bisschen speziell, die sind halt irgendwann eingewandert nach Deutschland. Und für die war die Schule die einzige Möglichkeit, aufzusteigen. Dieses Nicht-zur-Schule-Gehen wurde immer sofort mit, ja, dann kriegst du halt keinen Job, dann so funktioniert unsere Gesellschaft, dann wirst du halt wie bei uns Fabrikarbeiter und das war's. Ich komme schon auch so ein bisschen aus der Welt und ich denke mir auch schon manchmal, boah, aber irgendwie wäre schon toll, wenn sie einen Schulabschluss haben. Mhm. Ich denke auch, dass es ihnen dann in bestimmten Bereichen leichter fällt. Und so, aber wie ich jetzt meine Kinder auch kennengelernt habe, bin ich tatsächlich davon überzeugt, wenn sie in eine ganz bestimmte Richtung wollen, das machen wollen, dass sie dann auch den Schulabschluss machen und auch die Voraussetzungen schaffen, dass sie zum Beispiel studieren können. Es ist eben so, dass Kinder von Natur aus gut und viel und schnell lernen, wenn sie daran Interesse haben. Und aber dann funktioniert... Wolltest du was dazu sagen? Aber oft hat man kein Interesse auf Schule. Und auf Lernen kein Interesse? Ja. Was ist denn so gerade dein Interesse? Spiele spielen, Streiche machen und so. Und hast du manchmal Interesse am Lernen oder wechselt sich das so ab? Keine Ahnung. Naja, du lernst schon. Ja. Nur nicht das, was halt manche Sachen, also was in den Schulbereich fallen würden. Ich frage zum Beispiel einfach regelmäßig mal, ob er Lust hat auf Lesen lernen und wie ist deine Reaktion dann? Ja. Wie garantiert ihr dann, dass er lesen kann? Das können die alle irgendwann. Also an irgendeinem Punkt sind Kinder so interessiert, egal wie alt sie sind, dann, also möglicherweise vielleicht erst mit 12 oder sowas, dass sie selbst einfach diesen merken, sie kommen einfach nicht weiter, sie wollen selbstständiger werden. Mit dieser Überzeugung wollte sich Nadine mit ihren Kindern nicht in der Stadt verstecken. Deswegen haben sie auf dem Land eine Gemeinschaft gegründet. Nadine stellt mir ein paar andere Eltern vor, darunter viele Künstlerinnen und Künstler. Ihr seid in Deutschland gemeldet oder nicht? Also wir sind gemeldet und die Kinder sind reisend gemeldet. Okay. Und da haben wir halt, sagen wir halt bei dem Amt, dass wir die Kinder hier nicht anmelden können, weil wir beruflich so viel unterwegs sind, dass wir die Schulpflicht halt nicht einhalten können. Und deshalb können wir sie ja hier nicht anmelden. Und das ist in Ordnung und für die Behörden? Die da bisher hat niemand sich beschwert. Wie ist das mit Versicherung? Seid ihr hier versichert? Habt ihr einen Versicherungsschutz? Ach so, die Krankenversicherungspflicht erlischt auch. Mhm. Und dann kann jeder selber entscheiden.
wie er sich da versichert. Es gibt internationale Versicherungen. Okay. Du kannst ja, aber auch eine ganz normale private Krankenversicherung abschließen, die du schon vorher hattest vielleicht oder so. Was hat das für Vor- und Nachteile, das System, wie ihr es macht? Naja, wir müssen uns schon mal mit keinem streiten. Also wir haben keinen, wir sind frei und dann können unsere ganze Zeit eben nicht in Briefe und Rechtsanwälte und Gerichte stecken, sondern die Zeit gehört tatsächlich die komplett unseren Kindern. Das kann ich gut verstehen. Besonders wenn ich an Familie Schaaf in Osterhever denke. Man könnte sagen, sie gehen den härteren Weg. Notgedrungen. Mimis Entscheidung war spontan und ihre Mutter wusste von nichts. Antje Schaaf hat sich beruflich auch umentschieden. Heute ist sie Sängerin. Damals unterrichtete sie Englisch und Latein. Zweifel am System Schule kam erst durch Mimi. Während des Referendariats? Gar nicht. Habe ich mir nie drüber nachgedacht, weil für mich war dieser Schulweg, ne, man geht da hin und ich habe da nie Fragen gestellt. Ich habe nie außerhalb dieses Rahmens gedacht. Also aber ist ja ganz interessant, ich habe nie außerhalb dieses schulischen Rahmens, Universitätsrahmens gedacht, bis ich gehe dafür in den Knast. Das ist das innerhalb von anderthalb Jahren, einem Jahr, zwei Jahre irgendwie. Das waren dann anderthalb Jahre. Ist ja schon eine interessante Wendung und irgendwie auch ganz schön schnell. Was heißt eine interessante Wendung? Es ging ja dann ums Kind. Es ging ja nicht um die Schule, sondern da war ich ja in erster Linie Mutter. Ne? Und ich habe ja gesehen, was es mit meinem Kind macht, dieses erpresst werden. Was ist dein Ziel? Also was? Warum ich das mache? Ja. Oder besser gesagt, wo siehst du dich in 5 Jahren? Klassische berufliche Frage, die man Personalfrage irgendwie überhaupt nicht so beantworten kann, weil was kann alles in 5 Jahren passieren? Und man hat ja so diese Angewohnheit, Kinder und Jugendliche zu fragen, was möchtest du später mal werden oder so. Stellst du dir diese Frage oder machst du dir darüber Gedanken? Ja klar, ich mache einen Akupunkturkurs und möchte in die Richtung auf jeden Fall gehen. Auch sowas wie Huforthopädie, also weiß nicht, ob dir was sagt, so Hufschmied in die Richtung, halt irgendwie natürlicher. Und Journalismus und Fotografie, das sind so die Punkte, an denen ich mich gerade festhalte, die mich irrsinnig interessieren. Ich schätze mal, für eine Hufschmiedin oder in diese Bereiche brauchst du wahrscheinlich einen Abschluss, oder? Ja und nein. Also ich möchte gerne bei Privatleuten lernen. Und wir hatten auch mal eine Ausbildungsstätte angefragt, die würden mich auch ohne Abschluss nehmen. Zudem ist es ja so, was wir auf dem Weg herausgefunden haben, braucht man ja eigentlich gar keine Abschlüsse, weil wenn du einen Ausbilder findest, der dich nimmt und für dich die Hand ins Feuer legt und eine Ausbildung absolvierst, hast du danach einen Abschluss. Und wenn du dann noch eine Ausbildung machst, dann hast du einen zweiten Abschluss und so kann man sich langsam hocharbeiten. Aber das sagt einem ja nicht. Also als Lehrerin wusste ich das nicht. Das habe ich jetzt als Mutter gelernt. Ne, durch diese ganze Zwangssituation, in der man plötzlich steckt. Ja, genau. Das, oder? Ich merke, dass ich bei meinen Gesprächen immer wieder an meine Grenzen komme und noch viele Fragen habe. Hallo. Na? Ich treffe Freilerner, die inzwischen erwachsen sind. In Brandenburg haben sie einen Hof. Und das wird eure Bude da? Ja. Heftig, sieht geil aus. Die Bude heißt ihr Wohnprojekt. Die Jungs haben nicht viel Geld, aber dafür handwerkliches Geschick. Davon leben sie. Semyon baut tiny Häuser. Wie viele Quadratmeter sind das? Ja, das sind 12,5 jetzt ungefähr. Ah, ja. Semyon und Andreas kennen sich schon seit der Kindheit. Beide sind Freilerner. Andreas war nie in der Schule und hat auch keinen Abschluss. Semyon war lange mit seinen beiden Brüdern zu Hause und ging erst als Jugendlicher auf eine Schule. Aufwachsen ohne Schule, das hat sie geprägt. Das ist durch unser Freilernen so vielleicht auch uns in die Wiege gelegt wurde, wie auch immer, ist so dieses Ding, dass man vielleicht nicht... Es ist nicht nur einen Weg gibt, den man gehen kann, sondern es gibt ganz viele Varianten und es gibt nicht die beste oder die schlechteste. Naja, es ist ein komplexes Thema und es gibt viele Sichtweisen darauf auch so. Es gibt auch viele Sachen, die mir nicht so gut gefallen in der Szene. Ja, so viele Faktoren, die einen dann irgendwie letztendlich halt zu dem machen, was man ist, so, ne? Und klar spielt Freilernen oder so oder dann halt letztendlich halt einfach die Erziehung eine Riesenrolle, so, ne? So, wer bin ich? Warum bin ich, wie ich bin? Warum ecke ich da an? Warum nicht und so? Und dann halt so dieses so, ah ja, Freilerner, alles klar. Naja gut, dann liegt es daran. Und das ist natürlich als Betroffener noch extra schwer so, weil man dann immer selber so denkt, ah, liegt es vielleicht daran, dass ich die ersten 6 Jahre nicht mitgekriegt habe oder so. Semyon zeigt mir die Bude. Das Ergebnis von 7 Jahren Do-it-yourself. Aus einem baufälligen Hof ist mittlerweile ein fast gemütliches Zuhause geworden.
Und sag mal, wo hast du dir das alles beigebracht? Hast du eine Ausbildung gemacht? Ja. Ja. Genau, ich habe eine Tischlerlehre gemacht. Ja. Es ist längst noch nicht alles fertig. Die beiden anderen Mitbewohner der Bude, Andreas und Helge, arbeiten gerade am Badezimmer. Die beiden sind als Stiefgeschwister groß geworden. Wo habt ihr das gelernt? Habt ihr da eine Ausbildung gemacht? Meine ein oder andere Frage sorgt für Belustigung. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Sie haben auch Sorge, dass wir mit dem Thema zu unkritisch umgehen, besonders Helge. Ich war auch erst ein bisschen skeptisch, so, weil es ja auch viele Filme, glaube ich, gibt, die dann auch so schon das Freilernen als sehr was Tolles darstellen. Also ich finde das irgendwie Quatsch, das Freilernen so zu verherrlichen und finde das, glaube ich, schwierig, das so objektiv darzustellen. Ist schon so als Kind, dass man natürlich das, was die Eltern machen, erstmal für richtig hält, logischerweise. Und auch das eine ganze Weile braucht, bis man das mal wirklich hinterfragt oder auch jetzt, wo ich erwachsen werde oder so, das halt mal wirklich reflektiere. Wie war das für euch? Weil du sagst, das war nicht normal, du hast schon gecheckt, das ist irgendwie... Ja, da, genau, das ist, also ich glaube, da geht es halt los. Und es waren ja ganz viele Sachen nicht normal, die wir gemacht haben. Wir sind immer barfuß gelaufen, wir hatten lange Haare so. Also es gab ganz viele Schnittpunkte, wo wir nicht, sag ich mal, so in die Gesellschaft gepasst haben oder wo wir auf jeden Fall in der staatlichen Schule extremst aufgefallen wären. Mhm. Ihre Eltern waren überzeugt, Freilernen ist besser als Schule. Simeons Mutter ist mit dieser Einstellung auch an die Öffentlichkeit gegangen. Ich habe ein Interview mitgebracht. Wollen wir uns den Teil mit deiner Mama angucken? Ja. Mama. Ich bin gespannt. Die habe ich auch lange nicht gesehen. Weil es darauf hin, dass die Schule die falsche Methode hat. Es gibt viele Schüler, die in Schule geschickt werden und man weiß, dass ganz viele ohne Abschluss dort rauskommen, obwohl sie da, ich weiß nicht, 9, 10 Jahre oder noch länger zugebracht haben. In der ARD-Dokumentation zeigt sie, wie sie den kleinen Halbbrüdern von Simeon alle Freiheiten lässt, so zu lernen, wie und wann sie es möchten. Im Vertrauen darauf, dass Lernen automatisch passiert. Da bin ich mir ganz sicher, da müssten wir sie gerade im Keller sperren. Wenn sie nicht lernen Wenn sie nicht lernen solltet. Ja. Also sie denken, das kommt. Das weiß ich, dass das kommt. Das denke ich nicht nur, das weiß ich. Das ist einfach so. Das ist eine menschliche Erfahrung, dass das so funktioniert. So wird dein Film nicht, oder? Wie meinst du? Was kritisierst du an dem? Naja, ist ja schon genau so, wie ich sage, dass da schon auch so Ängste besprochen werden, aber die prompto aus dem Weg geräumt werden, auch jetzt mit so einer Aussage. Ja, das weiß ich, dass das so ist. Mhm. Das ist ja, was soll man dazu noch sagen? Doch, dazu kann man schon was sagen. Ich habe nämlich auch gerade gedacht, so ja, das ist auch so. Und in dem Moment denke ich dann auch so, also dass man irgendwann dann lesen schreibt oder irgendwann mal Englisch lernt, wenn man es vielleicht braucht im Job und das dann sich auch noch aneignen kann, ist ja schon richtig. Aber irgendwo wird man ja dann in die Gesellschaft entlassen und dann kommt halt ein Praktikum oder irgendwas und dann muss man halt mal was aufschreiben und vielleicht ist es, wenn man sich damit lange beschäftigt, nicht wichtig, dass man das sofort kann und so, aber das hilft der Person, die halt frei erzogen wurde, in dem Moment vielleicht erstmal nicht, wenn man halt trotzdem in der Gesellschaft einen ganz normalen Job machen will. So. Hättest du oder deine Eltern die Wahl gehabt? Wie hättet ihr euch dann entschieden? Das kannst du ja jetzt gar nicht sagen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass für meine Eltern Schule und also gerade Schulbildung in dieser Kombination ein total wichtiges und hohes Gut ist. Also kommt auch daher, dass meine Eltern nicht immer zur Schule gehen konnten. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Kontext. Für mich war das nie Thema in meiner Kindheit. Also ich bin total damit aufgewachsen, dass Schule ein Muss ist und dass es gar keinen anderen Weg gibt. Eigentlich denken so auch alle Menschen in meinem Umfeld. Und doch gerät diese Überzeugung bei mir jetzt ein bisschen ins Wanken. Ich habe jetzt so einige Menschen kennengelernt, die frei lernen und die haben mir von ihren Höhen und Tiefen erzählt. Ich merke aber, dass ich trotzdem noch viele Fragen habe und mich und da auch selber an meine eigenen Grenzen komme und mich frage, ist das wirklich so gut für die Kinder? Und wir haben uns gefragt, wie LehrerInnen das sehen und deswegen haben wir beim Deutschen Philologenverband angefragt. Ralf Scholl, Mathelehrer und Vorsitzender des Landesverbandes Baden-Württemberg, ist zum Videointerview bereit. Wir lehnen das Freilernen ab, denn wir finden, dass die Schulpflicht, die es in Deutschland gibt, eine echte Errungenschaft ist, weil unabhängig von allen gesellschaftlichen Schichten, Vorstellungen der Eltern oder so, alle Kinder halt gemeinsam lernen. Kinder, die im frei lernen, sagen, wir lernen für uns. Ich entscheide, was ich lerne, ich entscheide, wann ich es lerne, ich lerne für mich und für mein Leben
und eben nicht für andere oder weil andere mir sagen, wie ich lernen sollte. Wie stehen Sie denn zu so einem Argument? Also ich sage Ihnen ganz deutlich, für Kinder von Klasse 1 bis 6 halte ich das für eine komplette Überforderung. Keines von diesen Kindern weiß wirklich, was es 10 Jahre später oder 15 Jahre oder 20 Jahre später brauchen wird. Und da braucht man dann auch echte Pädagogen, um Wege zu finden, wie man die Dinge, die keinen Spaß machen, demjenigen dann so vermitteln kann, dass sie Spaß zu machen beginnen. Eine Art Klassenraum wie in der Schule zeigt mir zu meiner Überraschung auch Nadine. Oh, wow. Die Erwachsenen der Gemeinschaft haben ihn eingerichtet und ausgestattet. Und es hat hier auch richtig Mathe- und Deutschunterricht auch schon stattgefunden, weil entweder die Erwachsenen oder die Kinder das wollten. Und da sprecht ihr euch dann ab, dann hat jemand irgendwie Betreuungszeit oder? Ja, wir machen es tatsächlich unterschiedlich. Also entweder machen wirklich die Erwachsenen Angebote und bieten einfach an, worauf wir Bock haben, ja, oder was wir denken, was vielleicht mal anstehen könnte. Und die Kinder machen dann mit oder auch nicht. Der Klassenraum sieht nagelneu aus und ziemlich unbenutzt. Für mich ist eher manchmal frustrierend, dass wir so viele Möglichkeiten haben und so viel anbieten wollen und können und die Kinder eher oft kein Interesse haben. Dass die halt einfach, oh nee, zu viel und schon wieder irgendwie was. Und für mich ist aber auch gleichzeitig, ich bin total froh, dass sie das machen dürfen, dass sie wirklich Nein sagen dürfen. Das ist für mich ein total wichtiger Punkt. Das bedeutet für mich tatsächlich Freiheit. Bist du selber so aufgewachsen? Nein. Für mich war die Schule total Horror. Ich durfte nicht Nein sagen. Viel beliebter als der Klassenraum ist bei den Kindern zurzeit die Tischtennisplatte. In der Gemeinschaft gibt es immer mal wieder Treffen mit Eltern und Kindern, wo sie wichtige Dinge besprechen. Ist das richtig, dass ihr alle nicht in die Schule geht? Oder gibt es hier jemanden, der in die Schule geht? Du? Einer. Schon immer oder erst seit kurzem? Nee, schon immer. Okay. Wir waren eigentlich auch in der Schule und sind rausgegangen. Ihr wart auch in der Schule und seid rausgegangen. Warum? Weil die Kacke war. Was war Kacke? Die Lehrer und die Kinder. Wie findet ihr das, dass man so eine ganze Reportage dazu macht? Bei uns ist es, wenn wir erzählen, dass wir nicht zur Schule gehen, sagen alle immer so, oh, wie cool, ich will euer Leben haben und sowas. Und wie ist es bei dir, wenn du das erzählst? Da kriege ich meistens die Frage, ob ich dumm bin. Echt? Okay. Ja. Ist ja wahr. Und was antwortest du dann? Ich sag da einfach gar nichts, ignoriere die Frage. Mein Alltag ist es, wie wenig mich das interessiert. Bis zum Mittag schlafen, dann hierher fahren. Dann wieder nach Hause fahren und bis zum Essen zocken. Zocken? Ja. Zocke nicht. Und dann nach dem Essen zocke ich weiter bis 0 Uhr und dann gehe ich ins Bett. Du zockst nicht? Was machst du dann so den Tag über? Alles Mögliche. Tanzen. Also manchmal schon, wenn mir langweilig ist, aber ich gucke lieber was an manchmal. Und ich mache was mit meinen Freunden. Ich merke gerade, ich habe ein bisschen Angst und schäme mich. Warum? Oh mein Gott. Ich glaube tatsächlich, das kommt, also weil das Problem ist, dass das tatsächlich der Realität sehr nahe kommt. Habt ihr Bedenken über Kommentare, die vielleicht kommen können, wie ich die schon. Leute das finden? Ich schon. Ich habe da schon ein bisschen Schiss. Dass es halt ganz schlimme Verurteilungen geben kann über das, was wir mit unseren Kindern Schlimmes machen. Freilernen ist in Deutschland sehr umstritten. Ein Argument lautet, die Kinder lernen zu wenig und sie entfernen sich von der Gesellschaft. Freilerner halten dagegen, dass sie kreativ sind und selbstständig. Das fällt mir sowohl bei der Familie Schaf als auch bei den Kindern aus Nadines Gemeinschaft auf.
Mit so manchen Vorurteilen sehen sich Semyon und seine Kumpels auch immer wieder konfrontiert. Und nur weil wir 12 Jahre nicht in der Schule waren, heißt es ja nicht, dass wir 12 Jahre nichts gemacht haben, so, sondern man hat ja dann in der Zeit halt auch ein Leben irgendwie so, ne? Hast du da Bock drauf? Willst du sägen? Ja, habe ich noch nie gemacht. Ja? Mhm. Okay, warte, dann fangen wir mit dem kleinen Stück an. Worauf muss ich achten? Oh Gott. Also du darfst da nicht reinfassen, wenn es sich dreht. Okay. Jetzt ist es. Also, warte mal, jetzt geht erstmal die Absauge an. Dann saugt er sozusagen. Wenn man hier unten das Ding genau. Jetzt kannst du. Und plötzlich stehe ich zum ersten Mal an einer großen Tischsäge und säge einen Türrahmen für das Bad. Der fehlt nämlich noch. Na, ich mach mal. Ich übernehme einfach eure Mentalität einfach mal. Ist nur Holz. Genau so. Die Freiheit, selbst zu entscheiden, die würden die Jungs in Kyritz auch ihren Kindern überlassen, wenn sie welche hätten. Schule oder nicht, beides wäre für sie denkbar. Das wäre jetzt mal eine Frage von mir an dich. Mhm. Wie wäre es zum Beispiel, hättest du komplett, also jetzt nicht einfach nur Schule oder nicht, aber hättest du manchmal in der Schulzeit dir gewünscht, auch andere Sachen zu machen, die ständig du nicht machen konntest? Also natürlich gab es auch Phasen, wo ich dachte, okay, das werde ich nie wieder brauchen in meinem Leben. Und so ist es ja auch. Also wenn ich jetzt, glaube ich, ganz ehrlich bin, einen ganz großen Teil aus meiner Schulzeit habe ich vergessen. Aber heißt das nicht auch, in der Schule lernt man sich durchzubeißen, etwas zu Ende zu bringen und abzuschließen? Semyon, Andreas und Helge zeigen mit ihrem Bauprojekt Bude, dass man diesen Willen und diese Einstellung auch ohne Schule entwickeln kann. Aber während ich die Freunde sehe, wie sie zusammenarbeiten, da fällt mir ein, dass Schule ja auch ein sozialer Ort ist, wo Beziehungen entstehen. Siehst du, das ist doch schnell gemacht, so eine Tellenball. Hast du Momente gehabt, wo du auch mal dich dagegen aufgelehnt hast, wo du gesagt hast, null Bock, was du, ihr mit uns hier abziehst oder mit mir, ich möchte jetzt in die Schule oder ich möchte was anderes? Bei mir gab es diesen Punkt auf jeden Fall, wo es dann aber nicht möglich war. Und das ist schon auch ein Punkt, den ich meiner Mutter ein bisschen vorwerfe, so, oder wo ich aus meiner jetzigen Sicht sagen würde, diese Freiheit sollte dem Kind, ja, doch dann obliegen und nicht den Eltern. Ich war auch so 13, 14, wo ich auf jeden Fall zur Schule gehen wollte oder auch so ein Gefühl hatte von, wenn ich das wirklich will oder eigentlich können mir meine Eltern auch nicht so, dann gehe ich halt zur Polizei und sage, ich gehe nicht zur Schule und dann können die auch nichts mehr machen. Hast du wieder nicht geschafft? Jeremias ist 7 Jahre alt und könnte schon in der 2. Klasse sein, wenn er das wollte. Für mich ist Schule nicht verboten, sondern tatsächlich eine Option. Aber letztendlich muss es eine Option bleiben und kein Zwang. Machst du dir dazu Gedanken? Würdest du gerne in die Schule gehen? Wenn man jederzeit abbrechen kann, dann würde ich es wirklich machen. Muss man dafür nicht gemeldet sein? Und das würde ja euren Alltag oder eure Art des Lebens ja schon beeinträchtigen, oder? Also so, die Jule ging ja ein knappes Jahr zur Schule und da haben wir einfach quasi gesagt, wir haben sie gar nicht wirklich nicht angemeldet, sondern sie lebte in der Zeit einfach hinsichtlich der Schule, haben wir gesagt, sie ist bei ihrer Oma. So, haben sie es mit denen auch abgesprochen. Ich denke mal, das sind immer so Sachen, dass es erstmal funktioniert und wenn es dann tatsächlich irgendwelche Schwierigkeiten geben sollte, dann können wir auf die reagieren. Es würde mich interessieren, dahin zu gehen, dass ich neue Kinder treffen kann, mich neue Freunde suchen kann und so. Fehlt dir das manchmal oder warum? Also hier diese Gesellschaft, die kenne ich hier und deswegen will ich immer mal wieder, dass andere Kinder hier anreisen. Das ist ja auch der Grund, Hauptgrund, warum wir in Gemeinschaft leben, dass unsere Kinder eben nicht nur die ganze Zeit zu Hause sind, sondern auch andere Kinder haben. Mhm. Und das ist auch tatsächlich noch meine Hauptunsicherheit, weil es sind natürlich trotzdem nicht sehr viele hier im Vergleich zur Schule. Diese Freiheit im Verborgenen hat natürlich ihren Preis.
Ich finde es krass, dass Menschen in Deutschland so weit gehen, um die Schulpflicht zu umgehen. Und frage mich, warum können wir als Gesellschaft nicht Schule auch offener denken, wenn so viele Kinder nicht immer gute Erfahrungen in Schulen machen? Ich frage mich auch, wann wird Justus in Osterhever Mitschüler und Mitschülerinnen vermissen? Wann hat er keinen Bock mehr, dass sein Vater ihn unterrichtet? Ja, sag mal, was ist das, was wir jetzt spielen? Das heißt ungarisches Lied. Nicht ganz, es ist ungarisches. Ukrainisches Lied, Volkslied. Ja. Viele Schulkinder in seinem Alter hätten das sicher nicht besser lesen können, geschweige denn auf dem Klavier spielen. Man muss auch sagen, er ist kein Wunderkind, sozusagen, dass er im Alter von 4 oder 5 Jahren schon Mozart und Chopin spielt und so. Das ist auch nicht Ziel vom das Ganzen hier. Es geht darum, dass er ja eigene Interessen hat, dass er gerne Musik macht. Aber bei Justus sieht man es eben von klein auf, dass er einfach frei ist, dass er einfach macht. Habt ihr ja auch gesehen, er setzt sich hin und macht und sagt nicht, oh, wie peinlich. Das ist ja immer diese Angst vor Bewertung. Du machst irgendwas und dann kommt gleich ein Urteil. Es war aber nicht gut, weil bla bla. So, und das hat er ja nicht. Also ich höre schon so ein paar YouTube-Kommentare. Ja, aber Kinder brauchen doch Disziplin und man muss doch sich einfügen und man muss doch auch Dinge vielleicht ausprobieren, auf die man keine Lust hat. Und ja, was sagt ihr denn dann? Also, ob man Dinge ausprobieren soll, wo man keine Lust hat, das sind wir gerade nicht so sicher. Wir können auch ja, deutsche Verfassung hier schon ganz oben anfangen, wo in Punkt 2 steht, dass jeder hat Freiheit, sich selbst zu entwickeln. Die Frage, die sich hier stellt, ist ja nur, wie lernt er? Muss man in ein Haus gehen, in ein Schulhaus, um zu lernen, oder ist es nicht auch anders möglich? Also worum es uns eigentlich geht, es ist in anderen Ländern möglich und hier ist es nicht möglich. Warum? Schwierige Frage. Wer will sie beantworten? Oder das ist ja voll, da kann man darüber nachdenken. Keine Ahnung. Klar, macht Sinn, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann können wir wieder arbeiten gehen. So. Ich glaube, wenn man halt, wie gesagt, so ein weißes Blatt hätte, dann würde sich keiner ausdenken, ja, wir machen jetzt irgendwie große Räume, dann wird vorne einer hingestellt, dann 30 Kinder rein und dann irgendwie wird halt irgendwas durchgeballert. Solange es irgendwie funktioniert und es keine Riesenkatastrophe ist, dauert es ziemlich lange, bis sich irgendwas verändert. Wir sind für eine Schulpflicht, weil diese gemeinsame Schule eben ein Kennenlernen von anderen Standpunkten, von anderen Weltsichten praktisch im Unterricht erzwingt. Wer sagt denn, dass das der Weisheitsletzte Schluss ist? Ich denke, dass diese Eingriffe, die mit der Schulpflicht verbunden sind, in die Elternrechte und in die Grundrechte des jungen Menschen, die lassen sich auch anderweitig verfassungsrechtlich auflösen, nämlich indem man ein Homeschooling zulässt unter bestimmten Voraussetzungen und dann Kontrollen verbindlich vorschreibt. Die Menschen, die ich getroffen habe, meinen es ernst. Und zweifellos meinen sie es gut mit ihren Kindern. Das verstehe ich. Auch ich bin Mutter und während ich diese ganzen Argumente höre, frage ich mich, hätte ich diese Option gerne für mein Kind und würde ich diesen Weg gehen wollen? Ich könnte mir irgendwie gar nicht vorstellen. Also so alles an den Nagel hängen und sagen, okay, ich bin jetzt 24/7 für mein Kind da und ordne mich dem ja auch ein bisschen unter. Ne? Also irgendwie denke ich mir, das Kind möchte sich ausprobieren und ich gebe alle möglichen Hilfestellungen dafür. Und ja. Ja, aber deswegen muss die Entscheidung ja auch frei sein. Ne? Man kann ja nicht sagen, alle müssen jetzt zu Hause bleiben, weil es ist für viele, wäre es ja auch eine totale Überforderung. Ich würde es mir auch nicht zutrauen. Naja, da wächst man rein. Ja. Juhu.